würde Sie gerne und euch einladen, mitzudiskutieren oder auch Fragen zu stellen, damit wir das hier vorne nicht als Alleinunterhalter machen. Das ist ja keine Talkrunde wie im Fernsehen. Also Sie können gerne mitmachen. Wer immer eine Frage hat, ja? Ja, also das mit dem in nachhaltige Energieinvestieren oder so, das ist mir relativ klar. Aber was genau ist mit Nahrungsspekulation gemeint? Also das ist halt ein relativ komplexes Thema, weil man das auch nicht so schwarz-weiß sehen kann. Also prinzipiell ist es so, früher haben Bauern, um ihre Ernte abzusichern, also wenn nicht ganz klar war in einem Jahr, zu welchem Preis verkaufe ich das, darauf, ja, ich würde nicht mal spekulieren sagen, aber darauf Versicherungspapiere sozusagen abgeschlossen, um diesen Wert, um besser kalkulieren zu können. Und da war das auch alles in Ordnung und in dem Rahmen passt es. Aber gerade so in den letzten, ich würde sagen, 5 bis 10 Jahren ist das ziemlich aus dem Ruder gelaufen und Leute, also Bankinstitute, vor allem die Deutsche Bank, die überhaupt kein Interesse daran haben, eine Ernte zu kaufen, sondern die nur mit diesen Papieren spekulieren, haben die Papiere gekauft und mit denen die anderen Leuten verkauft. Das heißt, wenn die Preise dann, also es war ja so, dass die Weizenpreise sehr stark gestiegen sind in Entwicklungsländern und da Leute auch wirklich Hunger leiden mussten, weil das halt das Grundnahrungsmittel ist, sind die Preise gestiegen. Und die Leute, die darauf spekuliert haben, haben dadurch gewonnen, weil die Preise natürlich teurer waren. Und da kann man schon sagen, so hier, für euch ist das super, wenn Leute hungern, wie ist das ethisch, ist das eigentlich in Ordnung? Und die Frage, inwieweit jetzt diese Spekulation, also dass komplett unbeteiligte Institute diese Papiere aufgekauft haben, die eigentlich zur Sicherung von den Preisen da waren, inwieweit die Preise mit in die Höhe getrieben haben, das ist so ein bisschen umstritten. Da gibt es unterschiedliche Studien, deswegen hat die Deutsche Bank jetzt auch gesagt, so, ja, hier unsere Studie sagt, da haben wir nichts mit zu tun. Ist halt einfach so, dass es gestiegen ist. Also das ist so ein bisschen unklar, aber ich würde mal sagen, ich möchte nicht gern mein Geld oder meine Rendite damit verdienen, dass andere Menschen Hunger leiden. Deswegen finde ich das sehr problematisch, wenn Banken in dem Bereich aktiv sind. Ich hoffe, es war jetzt verständlich. Es ist ja relativ komplex, deswegen. Okay, es geht so ein bisschen darum, also wie man das eigentlich mit Aktien, genau, dass das dann irgendwie steigt und man eigentlich dann gerade nicht genau weiß, warum, ob jetzt Nachfrage größer ist oder auch genau. Irgendwie. Okay. Ja, also ja, es ist ja, ich versuche es nochmal. Also man kann sich es ungefähr so vorstellen, also ich habe wirklich so einen Sack Getreide und ich möchte, also ich weiß, dass ich den haben werde, weil ich bin ja ein Bauer und in einem Jahr werde ich den haben. Und ich weiß halt nicht, wie ich den los werde, weil ich nicht weiß, wie die generelle Ernte in dem Jahr ist. Und ich möchte aber Sicherheit haben, wie viel ich für mein Getreide im nächsten Jahr haben möchte und suche quasi jemanden, der mir es jetzt schon abkauft. Und dann mache ich eben einen Vertrag und sage, ich bekomme dann 10 Euro dafür. Und das war früher als eben dadurch nicht noch, also ganz okay, weil dann hatte der Bauer eben Sicherheit. Aber die ganzen Banken haben ja gemerkt, hey, wir können damit ja Geld verdienen und sind jetzt plötzlich in diesem Markt, wo sie ja eigentlich überhaupt nichts zu suchen haben, nochmal selbst als Nachfrage eingestiegen, weil sie natürlich hoffen, dass in diesem Jahr die Nachfrage besonders steigt. Und wenn sie dann eben diesen festen Vertrag haben, dass sie den für 10 Euro bekommen, können sie ihn für 14 Euro weiterverkaufen und verdienen dann natürlich an dieser Lücke. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht das nochmal plastischer gemacht hat. Okay, also das heißt, die kaufen eigentlich Getreide, obwohl sie das nur, um es dann später zu einem höheren Preis weiterzuverkaufen oder wie? Das Papier, genau, für das Getreide. Ja, ja, genau. Also es ist nicht, weil sie wirklich, ja, das jetzt brauchen, sondern weil sie es eigentlich nur als Zwischenhändler irgendwie dann. Genau. Ich kenne ja einen Bauer, der verkauft das Getreide nicht mehr im Herbst. Der hat sich Silo angeschafft und verkauft es dann, wenn der Preis hoch ist. Ja. Das ist okay. Genau. Ja, der Bauer hat ja, also meiner Meinung nach, auch ein legitimes Interesse, seine Kosten wieder zu erwirtschaften und davon, ja, auch eben zu investieren und seinen Betrieb irgendwie auch vielleicht zu vergrößern und alles zu finanzieren. Aber warum da jetzt quasi noch Dritte in dieses Geschäft dazukommen und plötzlich auch noch ihr Stück abhaben wollen, da finde ich es eben, ist so eine, für mich zumindest, das ist ja immer individuell, ethische Grenze, wo ich sage, da, wo, wenn es da auch so um so etwas Sensibles wie ein Nahrungsmittel geht, sollte das einfach nicht passieren. Ja. Zumal ja der Spekulationsgewinn, der dadurch erzielt wird, systematisch die Preise für die Grundnahrungsmittel erhöht. Ja. Ja, und das hat nichts mehr mit der Produktion selber zu tun, sondern rein mit der Spekulation, genau, durch die, ja, Bank, in dem Fall die Deutsche.
auch andere, also nicht nur die Deutschen, aber ja. In den Beispielen. Genau, ja. Ja. Also ich denke, das Entscheidende dabei ist, dass die Banken die Preise beeinflussen können. Durch eine künstliche Verknappung kann ich den Preis hochtreiben. Und das ist ein Unterschied zu dem, was der Bauer will. Der Bauer will ja nur einen festen Preis haben, um kalkulieren zu können. Aber die Bank versucht halt hier die Märkte so zu beeinflussen, dass sie am meisten Geld verdient. Also die einzige Aufgabe der Bank ist ja Geld verdienen. Und davon wollen sie halt am meisten haben. Und das machen sie natürlich auch in anderer Hinsicht. Ich denke, da ist ein qualitativer Unterschied, der ganz wichtig ist. Also Banken fungieren jetzt nicht nur als irgendwie, also einmal, dass sie uns Zinsen zahlen und dann Kredite ausgeben, sondern auch wirklich selbst als, ich weiß nicht, Verkäufer bzw. Einkäufer. Ich habe immer gedacht, dass sie wirklich nur dazu da sind, dass sie Kredite geben und dann mit dem Zinsen ausgeben. Also das wäre schön, wenn die Banken nur für die Realwirtschaft da wären. Also um für Privatleute das Geld anzulegen und Kredite für Private und für Unternehmen auszugeben. Aber inzwischen ist es ja so, dass sehr viele Banken dazu übergegangen sind, im Wesentlichen Finanzprodukte zu generieren, zu verkaufen, darauf zu spekulieren, damit sie einen möglichst hohen Gewinn erwirtschaften. Also vor allen Dingen die privatwirtschaftlich organisierten Banken, weil die eine hohe Rendite erwirtschaften wollen, die sie den Aktionären auch ausschütten können. Ja, weil die Deutsche Bank oder Commerzbank, die lebt davon, dass es Aktionäre gibt, die wollen möglichst viel Geld verdienen an ihrer Bank. So. Und das Problem ist, glaube ich, dass es auf der einen Seite, aber vielleicht könnt ihr noch mal was dazu sagen, sicher wichtig ist, dass Verbraucher ihren Einfluss wahrnehmen, um Banken auch zu signalisieren, wo sie ihre Geschäfte machen sollen und was man gesellschaftlich nicht akzeptiert. Ich glaube aber, dass es auf Dauer auch nicht ausreicht, sondern wie zum Beispiel in anderen Bereichen auch rechtliche Regelungen und Regulierungen eingeführt werden müssen, dass bestimmte Dinge eben nicht mehr gemacht werden dürfen. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, habt ihr euch auch mit der Frage beschäftigt, inwiefern diese Spekulationsgeschäfte, die ja zugenommen haben, das Ergebnis von politischen Entscheidungen sind, die das ermöglicht haben, einerseits durch eine, wie nennt man, Deregulierung, also Abschaffung von rechtlichen Beschränkungen, und auf der anderen Seite durch Steuersenkungen, vor allem für Besserverdiener, die erst dieses Spekulationskapital in die Hände der Menschen gegeben haben, die dann bei der Bank das Geld auf die hohe Kante legen, womit dann die Banken diese Spekulation überhaupt tätigen können. Okay. Dann möchtest du was für dich? Okay, dann versuche ich das jetzt ein bisschen zu verknüpfen. Also zunächst eben mit der Frage, ob es Regularien braucht, auf jeden Fall. Ich denke, da gibt es politisch einfach auch sehr viel Handlungsbedarf. Da gibt es ja seit kurzem auch von der Bundestagsfraktion auch mal dieses neue Papier Verbraucherinnenschutz im Bereich von Banken, wo auch nochmal gezeigt wird, wo man einfach durch eine Stärkung der Bankaufsicht und durch gewisse Gesetze einfach gewisse spekulative Praktiken beenden kann. Also dann ist eben auch sofort Schluss. Dann müssen nicht alle Menschen erst nochmal ihre Bank wechseln, dann ist einfach Schluss. Und da kommt eben dieser eine Punkt, den ich ja zu Beginn gesagt habe. Man muss sich ja auch keine Illusion machen, dass aber diese Banken, die aktuell sehr viel Geld damit verdienen, natürlich überhaupt kein Interesse haben, dass sich daran etwas ändert und dementsprechend auch sehr viel Geld ausgeben, dass es das nicht tut. Und da ist eben wirklich, also von Werbekampagnen bis hin zu starken Lobbyismusanstrengungen, sehr viel Engagement vorhanden, was permanent gegen jegliche Form von Regularien, also diese Deregulierung wieder aufzuheben, immer arbeitet. Und wenn man nur in irgendeiner Form in Richtung mehr Regularien geht. Und jetzt mit dem zweiten Punkt, mit dem Vermögen, da muss man ein bisschen aufpassen, weil ich denke auch auf jeden Fall, natürlich, je mehr Vermögen da ist, desto mehr Investitions
Masse gibt es und desto mehr Schindluder kann man mit diesen Investitionsvolumen betreiben. Aber Banken haben eben als ihre Aufgabe eben auch Geld zu sammeln. Und selbst wenn wir quasi diese Vermögenskonzentration bei Privatpersonen ein bisschen eben auch also wieder zurückrudern, dass nicht mehr 10% mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens besitzen, werden bei den Banken immer noch große Kapitalmengen wieder gesammelt, weil eben dann doch jede Person wieder ihre Euros zur Bank bringt und dann hat die Bank wieder eine große Menge Geld, mit der sie was machen kann. Also was, ich weiß nicht, ob das deine Frage war, aber rein eine Umverteilungslösung wird es in diesem Bereich nicht geben. Genau. Also zum einen habe ich hier Leute im Sinn, die bringen das Geld gewiss nicht auf die Bank, sondern die geben es aus, weil sie davon leben müssen. Zum anderen denke ich an die kapitalgedeckte Alterssicherung. Ja? Also diese furchtbare Idee, dass man anstelle der gesetzlichen Rentenversicherung eine sogenannte kapitalgedeckte Altersversicherung aufbaut, die ja nicht nur in Deutschland, sondern vor allen Dingen auch in den Vereinigten Staaten das Kernstück bildet dieser Spekulationsgeschäfte, weil diese Rentenfonds so viel Geld haben. Ja, was natürlich verspielt wird, ja, Beispiel England, und die Leute dann eben nachher ohne was dastehen, wobei die Unternehmen selbst diese Versicherungen natürlich einen Schnitt machen. Und an solche Dinge denke ich. Ja. Also solche, wo man den Sozialstaat ganz gezielt zerstört, um Kapitalanlagemöglichkeiten zu schaffen für diese Versicherung, die sich das Geld dann von den Bürgern holen und denen vorkaufen, sie könnten sich dann eine Rente sichern. Also bei den Bankwechselbünden, das ist ganz gezielt auch die Allianz mit durchleuchtet worden, was ja eben keine Bank, sondern eine Versicherung ist, weil da hast du ganz recht, dass das eben ja, zwei Seiten einer Medaille sind, dass natürlich die Banken oder die Versicherungen mit ihren Geldern auch spekulieren müssen. Also das wird schon so ein bisschen mitgedacht und ich denke auch, dass es da auf jeden Fall, also das Bündnis ist ja noch relativ jung, ich denke, da wird dann auch mehr in die Richtung sich entwickeln, beziehungsweise ATTAC zum Beispiel ist auch Mitglied in dem Bündnis und die arbeiten da ja schon recht intensiv dran, auch politische Forderungen zu formulieren. Und ich stimme dir da total zu, dass man jetzt nicht alles immer nur so auf die VerbraucherInnen abschieben kann. Also es braucht ganz klar auch eine massive neue Finanzregulierung, um das den VerbraucherInnen auch so ein bisschen abzunehmen, dass sie sich da mit ihrem Bankberater vertieft über die einzelnen Kreditrahmenbedingungen auseinandersetzen müssen.